Nur wenige Außenstehende sind je Zeuge der Stammesfehden geworden, die in den dichten Dschungeln von Teganse zwischen den Umbaru toben. Bei diesen rituellen Kriegen geht es nicht um Land oder Gold, sondern um Gefangene, die rituell geopfert werden. Mit diesen Zeremonien ehren die Umbaru die Geister des ungeformten Landes, einer verborgenen Realität, die nur die von den Stämmen verehrten Hexendoktoren erleben können. Vor kurzem hat sich einer dieser strenggläubigen Krieger gegen seine spirituellen Anführer erhoben, überzeugt davon, dass sie verdorben wurden. Obwohl er deswegen verbannt wurde, bleibt der Hexendoktor den Geistern treu. Er hat sich auf eine Reise der Wahrheit und Ehre begeben, die ihn zu den verfluchten dämonischen Mächten führen wird, die Sanctuario bedrohen. Der Hexendoktor bedient sich übernatürlicher Kräfte, die Körper und Geist seiner Gegner mit lähmenden Krankheiten, mächtiger Alchemie und uralten Riten angreifen. Die Kanalisierung dieser schwarzen Magie verbraucht Mana, eine mystische Energiequelle, die sich mit der Zeit langsam wieder auffüllt. Um seine Mana-Menge zu erhöhen, kann er furchterregende, verzauberte Stammesausrüstung anlegen, die es ihm erlaubt, seine Gegner mit einem fast endlosen Bombardement aus Hexereien einzudecken. Der Hexendoktor kann anderen zwar direkt Schaden zufügen, aber seine mächtigsten Fähigkeiten sind subtiler. Entsetzen zwingt seine Feinde zum Beispiel dazu, voller Furcht zu fliehen, während Massenverwirrung die Grenze zwischen Freund und Feind verschwimmen lässt und selbst treueste Verbündete aufeinander hetzt. Doch sogar diese Flüche sind harmlos, verglichen mit der Fähigkeit des Hexendoktors, schreckliche Kreaturen aus der Unterwelt zu beschwören. Mit Hilfe seines Mana-Vorrats kann er das Land mit giftigen Kröten verseuchen, wilde Bestien dazu bringen, das Fleisch seiner Gegner zu zerfetzen oder sie mit einem Schwarm Feuerfledermäuse in Brand setzen. Die schrecklichste seiner Kreaturen jedoch ist der Koloss, eine gewaltige Abscheulichkeit, welche selbst die am schwersten gepanzerten Dämonen vernichten kann. Der Hexendoktor ist ein furchteinflößender Kämpfer, der vor keinem Gegner zurückweicht, aber gleichzeitig nach Wissen über die Welt und ihre Geheimnisse dürstet. Er hat sich dem Kampf gegen das Böse zu Ehren der Geister verschrieben und er wird diesen noblen Weg bis zum Ende gehen. Wenn euch Schattenmächte, dunkle Magie und die Begleitung zwielichtiger Kreaturen reizen, dann werdet ihr beim Hexendoktor vielleicht eure Berufung finden.